Hi Filmfreunde und Filmsammler, heute ein neues Unboxing-Video von Voice 82. Ich bekam wieder Post, juhu, von Savi. Und da ist ein kleines Steelbook drin. Ich habe schon mal reingeguckt, aber pssst. Und ich packe mal aus. Und es ist nämlich auch ein Steelbook, wo ich schon seit Ewigkeiten wieder drauf warte. Aber es kam doch noch endlich mal an. Und zwar The Pianist von Roman Polanski mit Adrian Brody und Thomas Kretschmann. Spielt im Zweiten Weltkrieg und ist ein sehr schöner Film. Gefällt mir richtig gut. Leider hat dieses Steelbook, jetzt werde ich gleich wieder mit bösem Blick geoutet, keinen deutschen Ton. Richtig, zumindest es steht hin nichts drauf, aber ich denke mal, dass es auch so sein wird. Denn aber die deutsche Blu-ray kommt auf jeden Fall dann da rein, ist klar. Und ist ein sehr schönes Artwork vorne drauf mit den zerstörten Häusern. Ist limitiert auf 2000 Stück, ist aber kein Limitierungswert drauf. Das ist der Limited Ultra One von Savi. Und ja, der Film gehört 49 Minuten. Wie gesagt, hat eben nur den englischen Ton drauf und hat DTS Sound. Okay. Irgendwie hier von Bonusmaterial steht eigentlich so gut wie gar nichts drauf. Was machst du? Sie macht wieder eine Blödsinn, meine Frau. Sie will nämlich mich sehen, anstatt das schöne Steelbook. Das habe ich ja schon 100 Mal gezeigt. Ich packe jetzt mal aus. Und dann gucken wir uns das mal von nahen an. Ich hoffe, meine Stimme bleibt und auch meine Nase bleibt frei. Denn irgendwie wird der Schnupfen immer schlimmer. Aber für euch mache ich natürlich gerne ein Unboxing-Video noch. Was ja auch sehr schön ist, es sind keine Klebchen dabei, das kann man einfach abziehen. Tada! Und so ist es dann schon viel besser. So, hier eben jetzt hat das Frontcover mit den Piano-Tasten drauf. Schaut richtig steig aus und hat eben noch die zerstörte Stadt. Vorne auf der Seite hier steht die riesengroße Pianist drauf. Und jetzt tun wir mal hier öffnen. Aber die Blu-ray passt da gar nicht dazu, in diesen schrillen Gelb. Nee. Die passt da wirklich nicht hin, aber ist egal. Und so eben dann noch die Inlay von dem Teil. Die gefällt mir auch sehr gut. Gut, okay. Also langweilig gehalten. Bisschen langweilig gehalten ist es. Und eben diese wunderschöne gelbe Blu-ray. Und noch hinten die Rückseite noch von dem Steelbook. Ist auch recht dunkel gehalten, wo dann wahrscheinlich der Adrian Brody durch eine Türritze guckt, so wie es ausschaut. Also auf jeden Fall ein sehr schönes Steelbook wieder von Savi. Und ich denke mal, bald kommt das Maleficent Steelbook. Ich hoffe, das kommt bald. Und auf jeden Fall, wenn es euch wieder gefallen hat, könnt ihr mich gerne wieder abonnieren hier unten und denkt an das 2 Abonnenten-Special von mir. Und ihr wisst ja, ne? Katzen merken, wie viele Videos sie auftauchen, aber nur vor den 200. Da unten ist einer, der Rudi. Okay. Dieses Video zählt nicht. Dieses Video zählt nicht mehr, nein. Auf jeden Fall, schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Euer Voice 82 und ciao.